Herzlich willkommen zurück zu meiner Thermodynamik-Vorlesung. Heute geht es um das Kapitel spezifische Wärmekapazität oder molare Wärmekapazität, je nachdem, ob wir das auf die Masse einer Substanz beziehen oder auf die Stoffmenge der Substanz. Diese Größe hatten wir in der letzten Vorlesung bereits eingeführt. Heute geht es darum, wie das Ganze mikroskopisch zu behandeln ist und diese Wärmekapazitäten vorherzusagen sind. Ganz am Anfang meiner Vorlesung hatte ich ja bereits den nullten Hauptsatz der Thermodynamik eingeführt. Das heißt, wenn ein System A im Gleichgewicht ist mit einem System B und das System B im Gleichgewicht ist mit C, dann ist auch gleichzeitig A mit C im Gleichgewicht. Das klang ja ganz trivial. Und das können wir jetzt umsetzen auf den Gleichverteilungssatz der Energie, den wir als Voraussetzung jetzt brauchen, wenn wir jetzt vorhersagen wollen, wie die Wärmekapazität zu berechnen ist in einem mikroskopischen Bild. Der Gleichverteilungssatz der Energie besagt, dass im thermischen Gleichgewicht auf jeden Freiheitsgrad, der quadratisch in die Energie eines Moleküls eingeht, die gleiche Energie entfällt. Klingt erstmal abstrakt, aber da kommen wir jetzt drauf, was dahinter zu verstehen ist. Schauen wir uns erstmal ein zweiatomiges Molekül an. Bisher hatten wir ja gelernt, dass für ein einatomiges Molekül pro Translationsfreiheitsgrad, also in x, y und z-Richtung, Energie in Form von 1/2 RT entfällt. Jetzt haben wir ein zweiatomiges Molekül. Auch dieses Molekül kann sich als Ganzes in x, y und z-Richtung bewegen und auch dort gibt es pro Translationsfreiheitsgrad den Energiebeitrag 1/2 RT, mal der Stoffmenge natürlich immer entsprechend. So, jetzt ist es so, dass dieses zweiatomige Molekül aber auch dass die beiden Atome in dem zweiatomigen Molekül sich gegenläufig bewegen können und die werden festgehalten durch die Bindung. Und durch diese Bewegung entsteht eine Rotation. Ja, bei der Translation gingen sie alle in die gleiche Richtung, aber bei der Rotation wollen sie die Atome in die entgegengesetzte Richtung laufen. Und dabei entsteht eben diese Rotation. Und für ein zweiatomiges Molekül kann die Rotation in der XY-Ebene stattfinden oder auch in der XZ-Richtung. Wenn das Molekül sich um die eigene Achse dreht, dann ist das Trägheitsmoment in dieser Richtung 0 und da gibt es keinen Energiebeitrag. Das, was wir für ein zweiatomiges Molekül, ein lineares zweiatomiges Molekül diskutiert haben, gilt für jedes beliebige lineare Molekül. Das heißt, dort haben wir nur zwei Rotationsfreiheitsgrade. Jedes gewinkelte Molekül hat drei Rotationsfreiheitsgrade, weil sowohl die Rotation um die X als auch die um die Y- und Z-Richtung eingeht. Und das ist hier anhand von dem dreiatomigen gewinkelten Molekül Wasser einmal gezeigt, wie die Rotation aussieht. Betrachten wir die Rotationsenergie zunächst einmal klassisch. Für jede Rotation haben wir eine Achse und wir legen die Achsen so, dass sie in der X-, Y- und Z-Koordinate des Systems liegen. Wenn das Molekül zum Beispiel um die X-Achse rotiert, dann wird die Rotation beschrieben über 1/2 mal dem Trägheitsmoment mal der Winkelgeschwindigkeit zum Quadrat. Und jeder Anteil in X-, Y- und Z-Richtung geht in diese Rotationsenergie ein. Hier ist die Winkelgeschwindigkeit, die geht quadratisch ein. Das hat mit diesem Gleichverteilungssatz der Energie zu tun. Also wir hatten ja gesagt, jede Komponente, die quadratisch eingeht, trägt zu der Gesamtenergie des Moleküls bei. Wir müssen uns jetzt nur merken, dass das natürlich eine klassische Betrachtung ist. In Wirklichkeit gibt es Quantenzustände, das heißt, nicht jede beliebige Rotationsenergie ist zugelassen. Das lernen Sie dann noch später in der Vorlesung Spektroskopie zum Beispiel oder in der theoretischen Chemie. Und wir müssen uns eigentlich nur merken, dass jeder Rotationsfreiheitsgrad mit 1/2 N mal R mal T in die Rotationsenergie eingeht. Jetzt ist es so, dass die Atome sich nicht nur alle in eine Richtung bewegen können oder auch gegenläufig bewegen können,
sondern die Atome, zum Beispiel in einem zweiatomigen Molekül, können sich auch aufeinander zu- und voneinander wegbewegen. Sie sind aber aneinander gebunden über die chemische Bindung. Das heißt, sie können sich nicht beliebig voneinander wegbewegen, sondern irgendwann führt es dazu, dass diese chemische Bindung zur Rückstellkraft beiträgt, die dazu führt, dass die Atome sich wieder aufeinander zubewegen. Das heißt, es findet eine periodische Bewegung statt oder in anderen Worten eine Schwingung. Und wie groß diese Schwingungsenergie ist, dies hängt davon ab, wie die Bindung selber ist, also wie starr die Bindung ist oder wie weich die Bindung ist. Und das hängt auch davon ab, welche Art der Schwingung durchgeführt wird. Also bei dieser Bewegung ist es so, dass die Atome einen Anteil kinetischer Energie haben, aber auch gleichzeitig die potenzielle Energie durch die Bindung spüren. Und beide Beiträge gehen in die Gesamtenergie des Systems ein, in die Schwingungsenergie des Systems. Das Wechselspiel zwischen potenzieller und kinetischer Energie möchte ich noch einmal anders veranschaulichen. Hier sehen Sie das sogenannte Lennard-Jones-Potential. Das Lennard-Jones-Potential beschreibt die potenzielle Energie, in diesem Fall in einem zweiatomigen Molekül, in Abhängigkeit des Abstands der beiden Atomkerne zueinander. Wenn die Atomkerne sehr dicht zusammenkommen, dann wirkt Abstoßungskräfte zwischen den positiven Kernen. Deswegen geht das Lennard-Jones-Potential sehr weit nach oben. Wenn die Kerne sich voneinander wegbewegen, dann wird die Wechselwirkung immer geringer. Und hier für sehr lange Abstände zueinander geht das Lennard-Jones-Potential asymptotisch gegen Null. Für sehr große Abstände gibt es keine Wechselwirkung mehr zwischen den Atomen und das Molekül ist dissoziiert. Dazwischen gibt es aber ein Minimum. Das Minimum liegt dort, wo praktisch der Gleichgewichtsabstand der beiden Atome zueinander ist. Und die Topftiefe, die gibt uns Informationen darüber, wie stark die Bindung ist und damit auch in gewisser Weise über die innere Energie des Systems. Wenn das Molekül jetzt schwingt, also wenn die beiden Atomkerne sich gegeneinander bewegen, dann bewegen wir uns praktisch zwischen zwei Abständen zueinander, und zwar zu kleinen und großen Abständen, und zwischen diesen bewegen sich die Atome hin und her. Diese Schwingungszustände sind gequantelt, das lernen wir noch in der Spektroskopie zum Beispiel. Aber wenn wir das Ganze zunächst einmal ganz klassisch betrachten wollen, also diese Kernbewegung der beiden Atome zueinander, dann haben wir zum einen, wenn wir also die Gesamtschwingungsenergie angucken, den potenziellen Anteil, der ist dadurch gegeben durch 1/2 mal d mal x Quadrat, wobei x praktisch die Änderung des Gleichgewichtsabstandes, des Abstandes der Teilchen zueinander bezogen auf den Gleichgewichtsabstand ist. Und d ist die Direktionskonstante. Der kinetische Anteil, der ist beschrieben durch 1/2 mal μ mal v Quadrat. Wenn wir das Ganze in x-Richtung, also in dieser Änderung aus der Gleichgewichtslage beschreiben, dann ist das eben Vx Quadrat, die Geschwindigkeit, mit der die Kerne sich aufeinander zu- und wegbewegen. μ ist jetzt aber die reduzierte Masse. Das kann man sich leicht vorstellen, wenn man ein sehr schweres und ein sehr leichtes Atom hat, dann ist es praktisch fast nur das leichte Atom, das aus der Gleichgewichtslage stark ausgelenkt wird, während sich das schwere Atom nur wenig bewegt. Und hier beschreibt man das Ganze über die Bewegung des Schwerpunktes, der dann die kinetische Energie beschreibt. Und das ist in der reduzierten Masse enthalten. Hier ist die Formel. 1 durch die reduzierte Masse ist gleich der Summe 1 durch m1 plus 1 durch m2. So kann man diese reduzierte Masse berechnen. Jetzt gibt es sehr viele verschiedene Schwingungen. Und das möchte ich anhand des dreiatomigen Moleküls einmal veranschaulichen. Wir haben hier zwei verschiedene Molekülsorten, ein dreiatomiges lineares Molekül, wie zum Beispiel CO2,
und ein dreiatomiges gewinkeltes Molekül wie Wasser. Und Sie können sehen, dass das CO2, also das lineare Molekül, 4 verschiedene Schwingungen ausführen kann, während das Wasser 3 verschiedene Schwingungen ausführen kann. Und damit haben wir unterschiedliche Schwingungsfreiheitsgrade, je nachdem, ob es linear oder gewinkelt ist. Insgesamt können wir die Schwingungsfreiheitsgrade ausrechnen, indem wir 3 mal n, also die Gesamtzahl aller Freiheitsgrade, nehmen. Und davon ziehen wir die Rotationsfreiheitsgrade und Translationsfreiheitsgrade ab, also 3 Translationsfreiheitsgrade und 2 oder 3 Rotationsfreiheitsgrade. Und das, was übrig bleibt, 3n minus 5 oder minus 6, das sind die Schwingungsfreiheitsgrade, die ein Molekül haben kann. Wir müssen diese Schwingungsfreiheitsgrade, mit denen können wir jetzt den Anteil der Schwingungsenergie berechnen. Wir müssen aber daran denken, dass wir das Ganze mit dem Faktor 2 multiplizieren müssen, da ja die potenzielle und die kinetische Energie gleichmäßig in die Schwingungsenergie eingehen. Das heißt, wenn wir das Ganze ausrechnen, ist das die Anzahl der Schwingungsfreiheitsgrade mal 2 mal 1/2 mal n Stoffmenge mal r mal t. Das ist der Beitrag der Schwingungsenergie an der Gesamtenergie des Systems. Jetzt sind die Schwingungsfreiheitsgrade nicht immer thermisch besetzt. Das muss man berücksichtigen, wenn man dann die theoretisch ausgerechneten Werte mit den praktischen Werten vergleicht. Aber wir haben hier eine Möglichkeit, für jedes Gasphasenmolekül die molare Wärmekapazität auszurechnen, wenn wir die Struktur des Moleküls kennen. Hier ist das Ganze nochmal zusammengefasst. Also die Gesamtenergie des Systems setzt sich zusammen aus der Translations-, der Rotations- und der Schwingungsenergie. Und wenn wir davon die Ableitung nach der Temperatur bilden, dann erhalten wir den Ausdruck, mit dem wir die molare Wärmekapazität ausrechnen können. Also CV ist die Anzahl der Freiheitsgrade unter Berücksichtigung, dass die Schwingungsfreiheitsgrade doppelt gezählt werden müssen, dividiert durch 2 mal R. Das ist für die Gasphase. Und nächstes Mal befassen wir uns damit, wie es sich verhält in der flüssigen Phase und in der festen Phase.